Eine Person zählt als Senior oder darf sich als Senior nennen, wenn sie 60 Jahre alt wird oder jung. Und in den entwickelteren Ländern ist es ab 65 Jahren. Welche sind Sachen, die die Lebensaktivitäten einschränken? Oft ist es die Minderung von der Sehstärke her, von der Hörschwäche, Instabilität, Muskelschwund, das sind Faktoren, die den Alter beeinschränken. Welches wären Krankheiten, die häufig auftreffen? Sehr viele Krankheiten, die uns im Alter treffen, sind Arthrose, Arthritis, Osteoporose, Schwindelanfälle, Muskelschwund und auch sehr oft Diabetes. Welche sind Maßstäbe, die die Unabhängigkeit eines älteren Menschen messen? In der Physiotherapie brauchen wir immer Skalen, Skizzen von verschiedenen Nummern, um eine Person einzuschätzen, wie viel sie sich verbessert hat von einer Session bis zur anderen. Unter anderem haben wir auch verschiedene Skalen, die wir im Alter brauchen, um die Einschränkungen und den Grad der Unabhängigkeit bei einer älteren Person messen. Skalen davon sind Bartel, Katz oder auch Cruz-Roja. Das sind alles Skalen, nach denen wir uns richten, wie abhängig oder unabhängig eine Person ist. Im älteren Alter kommt es doch manchmal vor, dass man hinfällt. Wie kann man es vorbeugen? Vorbeugen kann man, indem man ein gutes Licht hat, gemütliche Schuhe anhat, sich langsam hin und aufsteht, also hinsetzen, aufsteht, unter anderem auch keine Objekte auf dem Boden stehen haben, keine Spielzeuge oder andere Objekte auf dem Boden liegen haben, worüber man stolpern kann. Die Teppiche, die brauchen wir, die sollten entweder ganz fest sein oder sogar ganz rausgenommen werden, damit man da auch nicht überstolpert und auch keine lose Kabels irgendwo rumhängen haben. Welche sind Risiken beim Hinfahren? Risiken sind Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson oder Demenz, auch Schlaganfälle und auch die Sehschwäche und auch die Gleichgewichtsstörungen, das sind alles Risiken, was mitspielen können. Konsequenzen sind sehr oft Frakturen, also Brüche. Sehr oft und häufig gibt es die in den Hüften und auch in Handgelenken oder auch blaue Flecken und auch Schmerzstellen. Ja? Und sehr oft verliert die Senioren auch das Selbstwertgefühl und hat wieder die Angst, frisch hinzufahren. Was muss man besonders beachten bei einer Physiotherapie? Die Physiotherapie bei älteren Leuten, da beachten wir sehr viel die Bewegung, dass wir eine gute Bewegung haben, dass wir die Unabhängigkeit so lange wie möglich fördern. Und wenn wir vom schlimmsten Fall sprechen, von einer Person, eine bettlägige Person, dann versuchen wir, die Mobilität zu halten, die passive Mobilität, damit die Hygiene gut funktioniert und auch die Person eine gute Atmung hat, dass eine gute Atmung vorhanden ist. Und wir versuchen auch die Druckstellen zu verhindern. Also die dürfen auf keinen Fall passieren, dass da durchgelegene Stellen sind bei älteren Leuten. Wieso ist es wichtig, dass man die erste Hilfe weiß, wenn man auf solche Menschen aufpasst? In Wirklichkeit sollte jede Person die erste Hilfe beherrschen. Und ganz besonders, wenn man in einer Region arbeitet, was mit Krankheiten zu tun hat, in diesem Fall sind das die Pflege, die sollen mit Ruhe und Gelassenheit eine Situation beherrschen, wo zum Beispiel ein Fall gewesen ist, wo jemand hingefallen ist, wo jemand sich verschluckt oder am Ersticken ist. In diesem Fall sollen die erste Hilfe gut beherrschen.